da sind, freuen Sie sich auf einen ereignisreichen Messetag. Viel Spaß auf der CMT. Die Hallen öffnen jetzt. Ja, die Messe CMT in Stuttgart. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich nehme euch einfach mal mit über die Messe hier in Stuttgart und zeige euch mal die einzelnen Fahrzeuge. Wir fangen einfach mal in der Halle 1 entsprechend an. Wir haben die Firma Bürstner. Haben wir hier Eriba. Nehme euch einfach mal mit durch die Hallen. Ja, hier in der Halle 1 haben wir LMC, wir haben die Firma Bürstner, wir haben Hümer, Eriba und wir schauen einfach mal einen Blick von hier oben über die Messehalle. Wir werden dann natürlich auch einzelne Fahrzeuge auch noch mal präsentieren. Hier in Stuttgart ist das im Prinzip auf der CMT so eingeteilt, dass wir auf der rechten Seite die Hallennummern mit geraden Nummern haben und auf der linken Seite dann eben die ungeraden. Aber das nur am Rande. Ja, hier bei Eriba verschiedene Wohnwagenmodelle. Wir schauen einfach mal hier Nova einfach mal kurz in ein solches Modell hinein. Wir können dann später auch noch einzelne Fahrzeuge vorstellen und gehen dann von Hümer einfach auch mal hier rüber. Ich nehme euch einfach mal kurz mit über die einzelnen, damit ihr wisst, was eigentlich auf der Messe, in welcher Halle auch welcher Marke platziert ist. Hier drüben haben wir Detlef und dann gehen wir einfach mal mit euch erst hier rüber. Hier haben wir jetzt Euramobil, alle Marken entsprechend vertreten. So, hier haben wir im Prinzip weitere Fahrzeuge. Wir verlassen jetzt Euramobil und schauen uns mal auch Wohnwagengespanne entsprechend an. Wir gehen mal hier rüber zu Fendt. Fendt baut ja auch wunderschöne Wohnwagen. Wir schauen mal, dass wir hier reinschauen können. So, ich nehme euch mal mit hier rein. Wir sind jetzt in einem Fendt-Wohnwagen und ich zeige euch einfach mal einen Grundriss hier von diesem Fendt. Ich werde auch gleich noch mal die Daten entsprechend einblenden. Wir haben natürlich hier entsprechende Schränke. Wir haben natürlich den Kühlschrank und die Toilettenanlage mit einer integrierten Dusche. So, dann haben wir entsprechend hier die ganz moderne Küchenanlage, auch mit verschiedenen Schubkästen, Sitzgarnitur und entsprechend die Rundsitzgruppe. Natürlich auch im Fernsehbereich, Vitrine. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Daten von diesem Fahrzeug. Ja, wir haben hier ein Staufach für die Gasanlage. Hier haben wir die technischen Daten. Ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen abbilden. Und blende noch mal entsprechend das Modell hier ein. Auch ein wirklich
schönes Fahrzeug. Ja, die Firma Forster, auch die ist hier auf der Messe vertreten mit entsprechenden Mobilen. Wie gesagt, ich will euch erstmal nur einen kleinen Überblick über die ganze Messe entsprechend hier zeigen. So, wir sind aus der Halle 1 in die Halle 3. Wir sind also jetzt auf der Seite, die etwas ungrad sozusagen ist. Hier haben wir Adria mit entsprechender Reisemobile. Wir schauen uns auch hier mal ein Fahrzeug kurz an. Auch dieses Fahrzeug wunderbar ausgestattet. Die Fahrgastzelle. Die Grundrisse sind bei vielen Reisemobile oder entsprechende Wohnmobile immer wieder identisch von der Aufteilung her. Küchenzeile, auch die ist natürlich hier schön mit integriert. Wir haben dann hier im Eingangsbereich die Möglichkeit, ein Fernseher zu installieren. Natürlich Kühlschrank entsprechend verbaut mit Eisfach und entsprechend auch Dusche oder eben auch hier der Schlafplatz. Die Toilettenanlage, ein separater Raum. Von diesem Modell blende ich auch mal so ein bisschen den Preis und auch die Übersicht ein. Die Heckgarage, also auch das ein schönes Fahrzeug. Des Weiteren haben wir viele andere Modelle, die wir hier entsprechend uns auch anschauen können. Und wir gehen einfach mal wieder weiter durch die Halle durch. Dann haben wir hier Pössl, ist natürlich hier auch vertreten. Und im hinteren Bereich haben wir dann Francania. Ja, auch kleinere Modelle sind hier entsprechend verfügbar. Also hier findet auch jeder sein geeignetes Fahrzeug, was er sich wünscht. Ja, hier in Halle 5 sind wir jetzt bei Hobby. Die Firma Hobby mit verschiedenen Wohnwagen Grundrisse. Wir werden dann auch mal in einen noch hineinschauen und ich nehme euch einfach mal mit hier durch die Hauptstraße sozusagen und schauen mal in ein Modell hinein, natürlich auch Wohnmobile, und ich gehe einfach mal mit euch hier rein in diesen Wohnwagen. Gerade für Familien ist dieser Grundriss auch recht schön. Sitzgruppe. Wir haben natürlich hier dann auch entsprechend die Küchenzeile und für die Kids hier hinten ein Stockbett. Hier ist dann der Kühlschrank hier hinten angeordnet und wir haben hier die große separate Raum für Dusche und eben auch die Toilette. Ja, damit ihr wisst, in welchem Modell wir gerade drin waren, das ist der Deluxe 545 KMF und verschiedene Polstermöglichkeiten. Auch ein sehr schönes Fahrzeug. Und ich lasse die Kamera einfach dabei laufen. Auch hier drüben gibt es verschiedene Reise- und Wohnmobile, verschiedene Kastenwagen,
Hobby baut in allen Variationen. Ja, ich gehe mit euch hier nochmal in das Modell Excellent Edition 650 UMFE. Ich nehme euch mal mit hinein. Wir haben ja auch so eine ähnliche, also die Ausstattung her ist hier auch wunderschön. Und vor allen Dingen schaut euch einmal diesen Platz hier an, was man hier drin hat. Also die 2,50 Meter Breite eines Fahrzeugs kann ich persönlich nur jedem empfehlen, egal ob bei Wohnwagen oder Wohnmobile. Sicherlich klar, es ist eine Umstellung von der Breite auf der Autobahn, keine Frage, aber eben der Platz, das Raumgefühl. Ich hoffe, ich kann das hier mit der Kamera überhaupt abbilden, euch das mal hier so ein bisschen wiederzugeben. Es ist echt enorm. Ich versuche jetzt mal für euch das Ganze anders dort zu zeigen. Ja, ich gehe jetzt mal hier durch den Wohnwagen durch. Also ihr seht, ihr habt hier Platz ohne Ende. Ja, Platz ohne Ende mit ausgestreckten Armen. Hier kommen zwei erwachsene Personen, kommen entsprechend hier durch das Ganze hier durch. Ich nehme euch mal mit hier nach hinten. Das heißt, hier sind die Betten, also das Bett entsprechend hier auf der Seite angeordnet. Alles sehr modern gehalten. Und wir haben natürlich auch hier dann die Toilette integriert mit Dusche. Sag ich mal so, ist auch eine Variation, finde ich persönlich jetzt keine glückliche Lösung. Es ist vielleicht eine eher, sag ich mal, so eine Notlösung. Eine separate Dusche ist natürlich immer ja zu bevorzugen. Ja, des Weiteren haben wir hier unsere Waschgelegenheit. Und natürlich von, jetzt gehe ich mal so rum, um euch das auch mal von der Seite hier zu zeigen. Wir haben also hier nochmal eine weitere Sitzgruppe, wo die Kids beispielsweise sich hinsetzen können oder eben was als Bett umzubauen ist. Natürlich auch der hintere Bereich, den wir hier noch gar nicht gesehen haben, kann man eben auch noch als Schlafplatz generieren. Überall oben drüber entsprechend sehr große Schränke. Die Küchenzeile, die ich hier nochmal einblenden will, von der Machart her ähnlich. Es ist die Marke Hobby, die wir ja auch momentan haben. Der beidseitig zum Öffnen der Kühlschrank und viele, viele Staufächer. Ja, mit der Außenansicht gehen wir gerade noch mal entsprechend hier rüber. Der sogenannte ID, Elektrobus, die E-Mobilität auch in der Caravan-Branche auf dem Vormarsch. Natürlich mit der E-Mobilität muss man natürlich auch schauen, was man letztendlich auch noch hinten her mitnehmen kann, was man dranhängen kann. Aber die Zukunft wird zeigen, wo die Reise hingeht. Ja, wir sind bei Malibu. Auch Malibu baut entsprechende Wohnmobile. Wir werden nur mal so ganz kurz am Vorbeigehen auch hier in die Heckgarage mal entsprechend filmen und haben natürlich auch hier viele Ausstattungsmöglichkeiten. Karthago, auch ein namhafter Reisehersteller von Reisemobilen. Und wir können auch hier sicherlich mal einen Blick nach innen erhaschen. Also auch Karthago
hier auf der Messe, auf der CMT in Stuttgart vertreten. Eine große Heckgarage, um eben auch ein Zweirad mitzunehmen, um weiterhin auch flexibel zu sein, entsprechende Auszüge. Und des Weiteren gehen wir mit euch zusammen über die Messe. Ja, hier in Halle 7 haben wir dann Alco. Wir haben sehr viele Zulieferfirmen. Alco bekannt auch mit Mover, mit Antrieb, Hubstützen, E&P, Level-System. Das ist ja das System, was wir auch bei uns entsprechend verbaut haben. Und hier gibt es natürlich auch sehr viele entsprechende Zulieferer. Auch hier finden wir Oyster. Oyster ist mittlerweile bekannt für die gute Qualität in den Fahrzeugen, was Internet und überhaupt Fernsehempfang anbelangt. Entsprechend dieses Teil wird dann auf dem Dach des Fahrzeugs entsprechend verbaut und der Zugang sehen wir hier, was dann quasi vom Dach Wohnwagen oder Wohnmobil nach innen geht und innen in einem Schrank wird dann das Empfangsteil entsprechend montiert und schon können wir entsprechend Fernseh schauen. Ja, ich gehe jetzt nicht alle einzelnen Firmen durch, weil es wird sonst vom Video her zu lange. Wir gehen einfach weiter. Hier in Halle 7 findet ihr also alle entsprechenden Firmen, Goldschmidt und wie sie alle heißen, Fiamma, Thule, all das. Die sind hier in der Halle vertreten. Auch Ecoflow dürfte nicht fehlen, um eben mobil zu stehen. Ja, wir sind für euch weiterhin unterwegs auf der CMT in Stuttgart. Jetzt sind wir in Halle 9 und hier in der Halle 9 gehe ich nur mal so groß, grob drüber. Hier kann man eben komplett sich in allen Ländern, wo man Urlaub machen will, informieren, egal welches Land man bereisen möchte. Das findet ihr hier in Halle 9. Ich schwenke einfach mal kurz drüber. Wer auch noch sich mobilisieren will im Bereich von Fahrrädern, auch der kann hier in Halle 9 sein passendes Fahrrad finden. Ja, hier ist der Eingangsbereich der Messe. Wir gehen jetzt auf die andere Seite rüber. Ich nehme euch einfach mit in die Halle 10. Und hier in der Halle 10, ihr könnt es schon erahnen an dem blauen Teppich, hier ist natürlich, genau, die Firma Knaus. Und die Firma Knaus baut natürlich auch sehr schöne Reisemobile, Wohnwagen. Zu dieser Gruppe, Knaus-Tappert-Gruppe, gehören ja noch weitere Fahrzeuge wie Weinsberg. Wir gehen einfach mal entsprechend durch. Der Sun E hatte ich ja euch bereits schon auf der Messe in Düsseldorf gezeigt. Und vielleicht schauen wir uns mal hier so ein kleineres Modell für euch an. Ich fahre ja einen T6. Den man natürlich auch noch als Wohnmobil, ja, konfigurieren kann. Ja, ich nehme euch mal mit hinein in das Fahrzeug. Eine Alternative zu großen Reisenmobilen und auch hier oben drüber ein Heckbett, entsprechend Fernseh. Wir haben natürlich hier die Fahrgastzelle. Wir haben dann entsprechend auch die Sitzgruppe. Natürlich so für 1-2 Personen im kleineren Bereich hat man natürlich auch all das, was man benötigt. Gut, das mit den Betten hinein
Das muss man natürlich auch vom Alter her ein bisschen berücksichtigen, das ist ganz klar. Und eben hier nochmal der Bereich Toilette. Und man kann hier auch eine Dusche noch generieren. Eine Heckgarage. Natürlich alles etwas kleiner, etwas dezenter gehalten. Aber eben von der Optik her sieht man natürlich gleich, dass die Firma Knaus hier dahinter steht. Ein weiteres Modell haben wir hier, der MAN TGE, auch auf Knaus entsprechend von der Ausstattung her. Wir nehmen euch weiterhin mit. Wie gesagt, ich möchte nur mal so einen kleinen Überblick euch hier zeigen, werde dann auch später noch hergehen und werde mal ein separates Fahrzeug auch noch entsprechend filmen. Ja, hier auf der anderen Seite haben wir eben Tappert. Das ist ja mittlerweile alles eins sozusagen, das ist ja ein großer Konzern, wo auch natürlich die Marke Morelo noch dazugehört. Und ich gehe jetzt mal spontan hier in den Knaus, von Knaus rüber zu Tappert Puccini, so wollte ich sagen. Und da nehme ich euch mal mit hinein in dieses Fahrzeug. Auch wieder sehr schön von der Platzordnung her. Ein großes Raumgefühl. Auch wieder jede Menge Platz ohne Ende. Platz ohne Ende. Ich gehe mit euch mal hier kurz durch. Wir haben da auch wieder ein französisches Bett, wo man eben rechts und links vorbeilaufen kann. Wir haben entsprechende Schränke, die ich nur mal kurz zeigen möchte. Dann eben auch hier Toilettenanlage und natürlich auch die Dusche. Vom Schlafbereich geht es eben dann auch noch einen Fernseher, einen weiteren Fernseher und auch hier nochmal die Heck, hinten die Rundsitzgruppe, die man auch als Schlafplatz generieren kann. Die Steuerung entsprechend auch hier am Eingangsbereich. Und das möchte ich dann mal euch noch den Wohnwagen von außen zeigen. Ja, Tappert Puccini 685 DF und entsprechende alte Warmwasserheizung mit verbaut. Und wir gehen weiter über die Messe mit euch. Ja, die Weinsberg-Gruppe hier hinten. Ich schwenke noch mal rum. Es ist eine riesengroße Halle, wo eben der ganze Konzern seine verschiedenen Marken hier präsentiert. Ja, hier nochmal Knaus Südwind Wohnwagen ist momentan in rege Betrieb. Den werde ich euch dann mal anderweitig noch präsentieren. Verschiedene Größenordnungen, Grundrisse. Und natürlich gehe ich jetzt gerade mal mit euch hier rüber, ganz spontan, weil gerade frei ist. Natürlich in verschiedenen Größenordnungen der neue Südwind, auch von der Gestaltung her recht schön gehalten. Ein weiteres Modell, gerade für Familien mit Kinder, Stockbett, ist natürlich auch dieser Knaus Wohnwagen eine schöne Alternative. Hier hinten natürlich Toiletten, Waschgelegenheit, das ist ja üblich. Und eben Küche und der Esszimmer Wohnbereich. Hier sind wir bei Sylvie. Die Marke Sylvie steht natürlich für Magnethalterungen in allen Bereichen, Gläser, sodass eben im Wohnwagen oder auch Wohnmobil nichts mehr hin und her fällt. Auch recht schön sind diese kleinen Wohnwagen, die man eben an kleinere Fahrzeuge hängen kann. Natürlich muss man hier entsprechende Umbaumaßnahmen täglich vornehmen,
aber es ist alles dabei. Ja, hier in Halle 8 finden wir natürlich Zelte und wir haben die Möglichkeit, auch auf seinem eigenen PKW ein Zelt oben auf dem Dach zu generieren. Also die Möglichkeiten dazu sind natürlich mittlerweile perfekt gegeben. Und hier nochmal VW Bulli, auch als entsprechendes Wohn- und Reisemobil. Ja, Camping Wagner bzw. Berger, dann eben auch Raimo. Wir haben verschiedene Firmen hier in der Halle 8 für euch, wo man entsprechend auch hier nachschauen kann für Zubehör und andere Dinge. Ja, hier in Halle 4, genauso wie in Halle 6, haben wir dann verschiedene Möglichkeiten, Urlaubsgebiete entsprechend sich anzuschauen oder auch zu buchen. Deswegen die Hallen werde ich jetzt mal so ein kleines bisschen außen vor lassen, weil ihr euch sicherlich jetzt nicht für Urlaubsziele das euch anschauen wollt, sondern eher die Fahrzeuge. So, jetzt sind wir in der Halle 2 und ihr seht schon, hier ist natürlich die Premium-Halle mit Concorde, mit Phoenix, mit anderen Marken und auch Morelo. Und hier werden wir nochmal das ein oder andere für euch uns anschauen. Und das erste Highlight ist natürlich ein Wohnmobil mit geöffnetem Dach als sogenanntes Cabriolet. Man lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Ja, ich nehme euch jetzt mal hier kurz mit bei Concorde entsprechend. Wir laufen hier einfach mal durch, um uns auch die Fahrzeuge von Concorde uns einmal anzuschauen. Ja, auch der große Mercedes von Concorde Liner, wo das Fahrzeug hier hinten entsprechend eingeparkt wird. Und dann haben wir hier noch Phoenix. Das sind natürlich alles Hersteller, die im Fränkischen, alles so rund um Schlüsselfeld, natürlich ansässig sind. Und darüber hinaus RJH mit einem riesigen Slideout. Und hier sind wir jetzt bei Morelo und wir haben auch hier Womoclick der Magus, werden wir gleich auch mal Hallo sagen. Ja, hier bei der Marke Morelo schauen wir natürlich auch mal ganz kurz vorbei, mal schauen, ob wir in eines der Fahrzeuge auch herein können. Momentan ist natürlich sehr viel Betrieb. So, wir sind hier nochmal im Zubehörbereich. Pecky ist hier vertreten. Wir haben verschiedene anderen
Anbieter, die Firma Berger, die ich vorher schon benannt hatte, ist natürlich auch hier vor Ort. T-Tronic, also all die Bereiche möchte ich bei dem kurzen Rundgang euch mal präsentieren. Ja, der Stand von Zentrale Autoglas, Multi-Anker, auch hier entsprechend zu sehen. Wenn es wieder einmal in eurem Fahrzeug bei einer Scheibe defekt ist, könnt ihr gerne auch hier, ich blende es nochmal ein, ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch hier von der Messe CMT in Stuttgart. Wenn ihr zufrieden gewesen seid, dann lasst mir bitte ein Like da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr, wenn ihr auch die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich hier aus Stuttgart für euch. Tschüss.